Wir sind hier bei Pentax und schauen uns die neue Pentax K1 an, die erste Vollformat-DSLR aus dem Hause Pentax. Also seid mal gespannt, was die Kamera so kann und wie sie sich schlägt im Vergleich zur Konkurrenz. Ich persönlich finde die Pentax K1 sehr spannend, zumindest schon mal von der Papierlage her, denn sie bringt einen 36-Megapixel-Sensor mit. Das gab es bisher nur bei der Nikon D810 zum Beispiel, also im doch schon etwas höherpreisigen Bereich. Die etwa vergleichbare Nikon D750 kommt auf wesentlich weniger Auflösung, also um die 24 Megapixel. Da ist das jedoch schon ein Auszeichnungsmerkmal, kann man nicht anders sagen. Die Geschwindigkeit im Serienbildmodus ist dafür nicht ganz so gut wie bei den Konkurrenten, was natürlich auch mit der etwas höheren Geschwindigkeit zusammenhängt. Also ihr hört schon, die Kamera kommt so grob auf 4 Bilder, 5 Bilder pro Sekunde. Hält es auch ein bisschen länger durch, das ist kein Problem, aber eine richtige Action-Cam ist es auf jeden Fall nicht. Dass man damit zum Beispiel jetzt Wildlife oder Sportfotografie machen kann, ist da eher so im unteren Bereich, was die Geschwindigkeit angeht. Aber wie gesagt, vom Sensor auf jeden Fall sehr spannend. Dynamic Range soll auch gut sein, kann man hier vor Ort natürlich gerade schlecht testen. In der Messehalle ist keine richtige Testumgebung. Aber vom Gehäuse her liegt sie auf jeden Fall sehr gut in der Hand. Für mich persönlich wirkt sie ein bisschen alt vom Design her, doch noch sehr, sehr kantig. Auch das Menü könnte für mich noch ein kleines Upgrade vertragen, dass es ein bisschen moderner aussieht. Aber alles in allem, wie gesagt, eigentlich schon eine sehr robuste Kamera. Fühlt sich gut an, nicht zu schwer. Vergleichbar mit der Canon EOS 6D ist es natürlich schon schwerer als Einsteiger DSLR, aber ist ja auch ein bisschen weiter oben angesiedelt. Und wie bekannt bei Pentax natürlich wieder sehr intensiv gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Das heißt, etliche Dichtungen hier drin. Mehr Details dazu findet ihr auch noch mal auf unserem Artikel im Blog, hier natürlich unten in der Videobeschreibung dann drin verlinkt. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie die erste Pentax Vollformat DSLR sich so in der Praxis schlägt. Ich hoffe, sie bald testen zu können und auch mal schauen, welche Objektive Pentax denn noch bis zum Sommer rausbringen wird. Vielleicht sehen wir auch noch ein paar neue auf der Fotokina. Die geht ja schon los im September wieder in Köln. Also, wenn ihr nicht bis nach Japan fliegen wollt, vielleicht auch eine Chance, die Pentax K1 mal in die Hand zu nehmen.